Also genau, ich fange an damit, wer wir sind und ich versuche es, also es ist gerade ein bisschen viel Text, ich habe das nicht nochmal so bearbeitet. Wir sind genau eine Gruppe ganz normaler Menschen, so 12 bis 20 aktive Mitglieder, das kommt hin. Bei uns ist wirklich so jedes Alter dabei, würde ich sagen, wir haben minderjährige Schülerinnen, Studierende und dann Leute bis, ja, ich weiß nicht, ob die Grenze zwischen 60 und 70 ist. Genau, wir sind in AGs aufgestellt, machen wöchentliche Pläne. Wir sind für alle Menschen offen, beziehungsweise arbeiten wir gerade an so einem Selbstverständnispapier, weil natürlich auch wir einfach bestimmte Dinge in der Gruppe garantieren wollen, dass man sich auf einen Konsens einigen kann. Und ja, wir sind eine Gruppe, die so direkte Demokratie in dem Sinne dann ausübt. So in dem Format, dass wir Volksinitiativen durchgeführt haben. Hauptsächlich haben wir alle so das gemeinsame Ziel, okay, wir wollen, dass Politik nach den Zielen des Pariser Abkommens handelt. Bei uns geht es halt auch wirklich nur ums Thema Klimapolitik. Und so ein bisschen, wie mischt man da, ja, wie mischt man da auf Demokratie, also welche Instrumente bietet unser demokratisches System, dass man da mitmischen kann, dass man darauf aufmerksam machen kann und sich damit auseinandersetzen kann, in dem Prozess auch halt super viel lernen kann über die Themen. Und auch, ja, weil wir ganz normale Menschen sind, dann mit anderen Menschen auf der Straße ins Gespräch kommen. Und ja, wir haben so ein bisschen zum Anlass genommen, dass die Berliner Regierung sich positioniert hat dazu, wie Berlin, welche Rolle Berlin haben soll, dass Berlin Vorbildfunktion haben soll, Vorreiterrolle und wenn man sich dann aber anschaut, welche Ziele im Berliner Energiewendegesetz, das den Klimaschutz in Berlin praktisch regelt, gesteckt sind, dann sieht man, dass die Ziele eigentlich nicht ausreichend sind für, also bis 2050 die Reduktion um 95% ist nicht ausreichend laut der Wissenschaft, um die Wahrscheinlichkeit, die wir noch haben, das 1,5-Grad-Ziel so hoch zu halten, wie es noch möglich ist. Ist jetzt ein bisschen kompliziert. Kurz gesagt, wir brauchen eigentlich ambitioniertere Ziele. Und genau, das ist das, was wir zum Anlass nehmen, die Basis, auf der wir handeln. Und deswegen war so die erste Initiative, die damals 2019 gestartet wurde, dass die Klimanotlage in Berlin ausgerufen wird. Dafür wurden genau 43.500 und ein paar zerquetschte Unterschriften gesammelt. Und das ist eigentlich dann auch erstmal so die Anerkennung eben der Dringlichkeit, nach dem Pariser Abkommen zu handeln und überhaupt dieser wissenschaftlichen Fakten. Und danach kam dann so ein bisschen, okay, genau, so. Und jetzt haben wir die Notlage. So in Berlin läuft es nicht richtig. Was können wir tun? Das ist unser Bündnis. Ich skippe das kurz. Darauf kann ich vielleicht auch gleich nochmal zurückkommen, weil das Kernthema ist, wir wollen einen Bürgerinnenrat für Berlin, einen Klimabürgerinnenrat. Und das war dann die zweite Volksinitiative, die wir im letzten, die ging vom letzten Sommer bis zum letzten Winter, August bis Dezember. Und genau, da bin ich eigentlich auch erst dazu gekommen, weil ich, also ich persönlich, ich habe gar nichts zu mir gesagt. Ich studiere Landschaftsnutzung und Naturschutz an der Hochschule in Eberswalde, an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Und ja, das ist super viel konfrontativ und super viele Ohnmachtsgefühle, die damit verbunden sind. Und ich dachte mir, okay, man lernt da viel, aber ich bin binnen 2 Semestern, also in einem Jahr, an den Punkt gekommen, wo meine Familie mich angeguckt hat und gesagt hat, Alter, was laberst du da? So, das versteht ja keine Sau. Und wie soll ich jetzt mein Handeln danach verändern? Und man wird auch sehr moralisierend schnell in so einem umweltwissenschaftlichen Studiengang und schmeißt dann damit Fakten um sich. Und irgendwie habe ich dann aber das Gefühl gehabt, okay, gut, wenn wir das nicht gemeinsam machen, also wir müssen eigentlich super viel verändern, aber wenn man in einer Demokratie den Leuten Dinge vorschreibt, dann ist es wird's eine Diktatur. Und wenn wir das praktisch nicht gemeinschaftlich tun, wenn wir nicht verstehen, dass die Dinge für uns alle gut sind und aus einer gemeinschaftlichen Perspektive heraus Akzeptanz haben und Handlungsbereitschaft, dann lässt sich nichts umsetzen und das Thema
Bürgerinnenräte, es wird ja auch bei Extinction Rebellion aufgegriffen, da hatte ich das öfter schon gehört. Das war dann so ein bisschen der jugendliche Aktivismus bei mir. Und Bürgerinnenräte so als ernsthafte Forderung und als Möglichkeit, dass das umgesetzt wird, das fand ich sehr reizvoll. Und genau, also so bei einem Bürgerinnenrat werden halt 100 bis 250 Menschen aus der Zivilbevölkerung gelost. Ich umreiße das jetzt ganz kurz und es wird auch dabei darauf geachtet, frage mich nicht, wie man bei einem Losverfahren darauf achtet, dass dann das repräsentativ ist. Es gibt Unternehmen, die sehr erfahren sind in der Durchführung damit. Und auf jeden Fall werden diese Menschen informiert und von Wissenschaftlern und Expertinnen und erarbeiten dann Lösungsansätze zu super komplexen Fragestellungen. Und wir wollen, dass in der Berliner Bevölkerung von der Berliner Bevölkerung erarbeitet wird, wie Berlin eben bis 2030, spätestens 35 klimaneutral werden kann. Also natürlich gibt es schon Vorschläge, wie das passieren kann, aber dieser Prozess, dass Menschen mit so einer Aufgabe betraut werden, sowas zu erarbeiten, ist eigentlich was, das Menschen motiviert. Und wir glauben, ja, dass es wichtig ist, sich eine Meinung zu bilden und dass so Bürgerinnenräte als Konzept zeigen können, dass es eben wichtig sein kann, sich zu aktuellen Themen oder wichtig ist, sich zu aktuellen politischen Themen zu informieren. Und weil diese Meinung auch gehört werden kann, also dass es sich auch angeschaut wird und mit einbezogen wird, also das ist eben was, was man kann das nicht rechtlich festsetzen, dass die Politik das umsetzt, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen die parlamentarische Demokratie nicht irgendwie aushebeln oder ihr absprechen, dass sie bestimmte Dinge kann, aber wir sind der Meinung, dass so solche Räte in ihren Lösungspapieren wie ein Kompass wirken können, um zu zeigen, ey, dazu sind die Menschen bereit, das haben ganz normale Menschen erarbeitet, dass man das umsetzen sollte und bekennen sich dazu. Und wir glauben, dass das auch politisch Mut machen kann, also dass vielleicht eben dann solche Leute ihre Stimme erheben, die so krass transformative Gedanken und Ideen haben und sich das auch trauen, weil schon es greift jetzt, natürlich zielen wir auch sehr stark jetzt auf die Parteien, die gerade in der Regierung sind, ab, die so träge sind, die sich irgendwie nicht viel trauen und eben immer nur kleine Schritte machen, genau die sollen angepiekst werden, so von wegen, hey, der Rückhalt dafür in der Bevölkerung ist da, warte mal, wie ist die Uhrzeit? Ich glaube, ja, es ist nicht mehr so viel, was da ist. Kein Problem, mach du. Okay. Genau, das sind diese Forderungen nochmal, das, was ich gerade erklärt habe. Ich glaube, ich bin darauf, ach so, genau, und wir wollen halt, dass das in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall, angeleiert wird, dass der Bürgerinnenrat einberufen wird und dann, also es wird wahrscheinlich nicht mehr möglich, dass er vor der Wahl tagt, aber praktisch dann die neue Regierung, die gewählt wird, auch mit den erarbeiteten Ergebnissen ja unterstützen kann. Und in der Volksinitiative, das ist jetzt nicht nur zu den Rahmenbedingungen, wir haben Vertrauenspersonen, die wählt man bei einer Volksinitiative aus, die so repräsentativ sprechen bei Pressekonferenzen oder jetzt im Abgeordnetenhaus bei unserer Anhörung am 18. März, die auch per Livestream verfolgbar sein wird. Also da kann man sich anhören, wie unsere Vertrauenspersonen eben Stellung beziehen, Fragen beantworten bei PolitikerInnen und nee, das ist nicht der aktuelle Stand. Was seitdem passiert ist, die Grünen haben eine Machbarkeitsstudie gemacht und haben sich eigentlich auch das ambitioniertere Klimaziel auf die Agenda geschrieben. Es gibt aber immer noch kein verbessertes Monitoring und es gibt die Art Anpassung dieses Energiewendegesetzes, was den Berliner Klimaschutz bestimmt, noch nicht. Es wird gerade novelliert. Trotzdem, ich skippe das mal kurz, das ist zu viel Text, trotzdem haben wir gesagt, okay, es reicht uns eigentlich nicht, was da gerade ist. Wir wollen jetzt diesen Bürgerinnenrat und innerhalb unserer Initiative teilen wir gerade sozusagen unsere Kräfte für den nächsten Weg, weil wir gesagt haben, wir machen den nächsten Schritt. Wir berufen ein Bündnis ein, beziehungsweise gab es da schon mal Vorarbeit letzten Sommer. Es war dann aber noch ein bisschen groß und wir wollen den Volksentscheid für Berlin. Wir wollen den Klimaentscheid. Wir wollen, dass diese Ziele
so in dem Gesetz nicht als Ziele, sondern als Verpflichtungen umformuliert werden. Also eigentlich fordert dieser Entscheid, dass das Gesetz umgeschrieben wird und dass das Gesetz dadurch verpflichtend wird und die Ziele ambitionierter. Das sind nicht so viele Änderungen. Wir haben das halt mit Juristen und Juristinnen zusammen ausgearbeitet und wollen, dass eigentlich die Menschen in Berlin dann darüber abstimmen können. Da steht inhaltlich natürlich noch viel mehr zu, aber wir sind der Meinung, dass das dann der ultimative Schritt ist, auch um jetzt mit so einem Volksentscheid vor der Wahl die Aufmerksamkeit voll darauf zu lenken, wie sich Parteien da aufstellen zu dem Thema und gleichzeitig halt zu sagen, okay, wir glauben, dass in Berlin super viele Menschen dahinter stehen, dass wir was verändern wollen, weil wir im Endeffekt in Berlin ja so, ich sag mal, alle in der gleichen U-Bahn sitzen. Und dass ja, dass da ganz viel Druck gemacht werden kann. Dahinter steht auch noch so ein bisschen German Zero, das ist wahrscheinlich auch vielen hier bekannt, die über ganz viele Volksentscheide deutschlandweit den Druck von unten so groß machen wollen, dass die Bundesregierung auch auf nationaler Ebene das Gesetz umschreibt, da so den Gesetzesentwurf fertigt German Zero selber an. Und deswegen ist das auch so eine Einordnung von dem Volksentscheid in Berlin in praktisch so ein nationales Projekt, weil es ja auf nationaler Ebene eben keine Volksentscheide gibt. Wertfrei ist einfach ein Fakt. Und ja, dass das aber dann aus, also es gibt schon ganz viele Städte, die sich dazu bekannt haben, die ihre Klimaziele angepasst haben und sich zu Paris bekannt haben. Und das ist gerade so ein bisschen, also das ist was, ich war schockiert, dass das noch nicht, dass die Gesetze noch nicht umgeschrieben sind in meinem Studium. Und dann war ich so, was? Ernsthaft? Die Politik hat es noch nicht geschafft, darauf einzugehen? Das ist doch eigentlich, ich dachte, das wäre selbstverständlich. Genau. Und es tut ganz gut, weil zum Beispiel beim Sammeln dieser Unterschriften, ich würde sagen, 99% der Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, also solche Räte, in denen die moderiert werden, wo jede Person spricht und jede Person auch geschützt ist, also nicht irgendwie ausgelacht wird für Unwissen, sondern mitgenommen wird und gehört wird. Natürlich, wenn jemand irgendwie was will, womit man das Ziel nicht erreichen kann, dann hat man da ein Problem, aber dann spricht man darüber, wie man dann trotzdem noch zum gemeinsamen Ziel kommen kann. Und ich glaube, eben Raum für geschützte Debatten ist in der Demokratie super wichtig, weil ja, die Demokratie ja nur davon lebt, dass wir sie beleben. Sie muss eigentlich belebt werden durch die Menschen. Und solche Gremien, die immer wieder so wie so ein Update geben von unten, würden wir als totale Bereicherung sehen. Ja. Rosaka, perfektes Schlusswort. Ich bin glücklich, dass wir jetzt trotzdem noch weitermachen mit dem Abend. Aber du hast jetzt schon einen Punkt genannt. Jetzt aber nochmal die Frage, wovon hängt es ab, einen Volksentscheid durchzusetzen? Ach so, genau. Also für den Volksentscheid, das war so ein bisschen, also Volksinitiative, 20.000 Unterschriften. Also natürlich braucht man mehr. Wir haben, das, einmal waren es über 40.000, jetzt während Corona knapp über 30.000. Da braucht man 20.000 Unterschriften. Der Volksentscheid, der ist so zweistufig. Der setzt sich aus einer Volksinitiative, wo man dann einmal 20.000 Unterschriften sammelt zusammen. Das reicht man dann bei der Politik ein, bei dem politischen Gremium, was da an der Stelle zuständig ist. Und dann können sie das ablehnen. Und dann muss man 170.000 Unterschriften sammeln. Also der Volksentscheid ist praktisch dann nochmal ein richtig wuchtiges Kaliber. Jetzt gerade ist in Berlin auch autofrei und der Deutsche Wohnenteignen Volksentscheid hat auch gesagt, also in Berlin ist auch gerade richtig, geht da ziemlich viel ab, da sind viele Leute, die Bock drauf haben und ja, ich war überrascht, dass man 20.000 oder 30.000 Unterschriften mit irgendwie 10, 15 Menschen sammeln kann, die da regelmäßig Zeit investieren. Das war für mich so ein Wow-Moment. So, ich dachte, dafür braucht es richtig, richtig viele Leute. Und das hat mir auch gezeigt, so, nein, man kann einfach, und wenn man nur zwei Listen vollsammelt, kann man sich auf so einem Weg beteiligen und Stimmen mit einreichen. Und ja, der Volksentscheid, das sind also auch wieder einfach super viele Stimmen, die man sammelt, Gespräche, die man führt. Und natürlich, dann muss sowas geprüft sein, also dass man da juristisch komplett sauber ist. Aber das hat dann viel mit Netzwerkarbeit im Endeffekt auch zu tun. Und so, ja, so Schwarmwissen, was man teilt und wo man sich gegenseitig hilft, dass man
so Lücken vermeidet, woran Volksentscheide scheitern können. Soll ich auch auf die Fragen im Chat achten oder machst du das? Ich spiele dir gerne zu. Wir sehen dich gerade noch ganz klein. Willst du vielleicht mal die Freigabe beenden? Dann haben wir dich wieder voll im Bild. Ja. Nein. So. Perfekt. Ja, ich hab mal eine persönliche Frage. Also mir als Person kommt der Wunsch auf, was zu verändern. Und das ist ja bei dir auch passiert. Dir kam dieser Wunsch auf, irgendwie was zu tun. Wie hast du gesucht? Was hast du gefunden? Wieso hast du dich am Ende genau für diese Bewegung entschieden? Ja, also mein Weg war tatsächlich ein bisschen länger. Ich war am Anfang bei Extinction Rebellion dabei, weil das war so meine emotionale Konfrontation mit Sachen, wo ich dann auch wirklich dieser Moment, dieses man möchte Menschen wachrütteln. Und da stand ich auf der Straße und hatte coole Gespräche mit Leuten und habe auch gemerkt, dass dieses Element Bürgerinnenräte spricht viele Leute an, viele verstehen es aber noch nicht. Aber es hat anscheinend was sehr Vernünftiges, weil es eben nicht darauf geht, irgendwie eine Ideologie aufzuzwingen. Und ich habe dann tatsächlich einfach mal nach Berliner Klimabewegungen geschaut und hatte Klimaneustart irgendwie, ich habe wirklich einfach gegoogelt und geguckt und für mich war dieses Element Menschen einbeziehen, Menschen mitnehmen und Menschen zusammenbringen, weil dieses gegenseitige Anschreien und Anpöbeln, das war wie Schall sagt, so eine Herzensangelegenheit. Ich hatte das im Verkehr und ich habe gemerkt, ich finde diesen Umgangston ganz, 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 ganz schlimm. Egal auf welcher Ebene wünsche ich mir Zuhören und Respekt und Austausch und kommt was Gutes dabei rum. Die Leute sind gar nicht so, ich sag mal, so dumm, wie es in so einer polarisierten Gesellschaft auch, also ich ertappe mich auch dabei, wie ich von Stereotypen ausgehe oder so und habe dann für mich eben diesen Wert definiert und war so, ich hätte gern was mit Mitbestimmung, was darauf zielt und ich hätte gern was, wo ich was tun kann. So, weil ich hatte Semesterferien und ich habe gesagt, ich habe Zeit. Und das ist mir wichtig und das kam dann praktisch wie geschmiert, das war Arsch auf Eimer. Und ich habe dann einfach, also bei uns, wir haben jeden Montag Plenum und damals war es noch im Sommer draußen, ich bin einfach hingefahren und es war super nett, die Leute haben irgendwie erklärt und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und lese irgendwie, okay, nee, vielleicht auch nicht jeden Tag, man muss auch mal eine Pause machen, aber ich lese ganz viel und es viele Leute, man kann immer irgendwen anrufen und nachfragen, also ich finde auch diese Volksinitiative, das Format finde ich einfach schön, weil es ein bisschen was Familiäres hat und es auch ein geschützter Raum ist, also auch eben für mein Unwissen, das da war und dass jede Person einbringt, was sie kann, das finde ich auch toll, bei uns wird jeder Beitrag wertgeschätzt und wenn man halt irgendwie sagt, ich habe eine Stunde in der Woche oder zwei und das kann ich machen oder ich habe einfach auch nur Kontakte zu Leuten in der Presse oder Social Media, eine Reichweite, das sind alles Dinge, die man einbringen kann und man hat eigentlich nie nicht genug, um irgendwas zu tun. Das ist verschieden, aber alles zählt und fügt sich dann am Ende zu so einem Puzzle zusammen und das habe ich da auch gelernt, weil ich auch dahin gegangen bin und gesagt, oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier will. Also okay, doch, ich wollte Unterschriften sammeln. Das war ein Ziel, das war ein Ansatzpunkt. Aber im Endeffekt habe ich das da gelernt, dass alle irgendwas mitbringen und Ideen und auch gute Laune ist eine Qualität. Ich weiß nicht, Energie, das alleine schon. Es lohnt sich immer und da eben dann nicht zu zögern und in die Kommunikation zu treten. Das, ja.